Ihr seid auf der Suche nach den günstigsten PSN-Cards auf dem ganzen deutschen Markt? Dann seid ihr hier bei meinem Partner Eneba Gold richtig. Die besten Angebote, die besten Preise auf dem deutschen Markt findet ihr jetzt ganz oben in der Videobeschreibung. Checkt den Link sehr, sehr gerne ab. Sichert euch die besten Deals. Ihr seht unter anderem jetzt schon hier 120 Euro, kosten nur 102,04. Und das jetzt schon. Und es gibt noch immer dazu weitere geile Aktionen. Des Weiteren gibt es übrigens auch alles, was das Gamerherz begehrt. Also auch Spiele natürlich in der Vollversion. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Link zu meinem Partner Eneba ganz oben in der Videobeschreibung. Und hier sind wir dann auch direkt im Menü angekommen. Wir haben den Blick auf der Tabelle und wir stehen auf Platz 2. Hinter uns patzt tatsächlich der VfB Stuttgart erneut und Erzgebirge Aue schließt auf. Wir könnten also mit einem Sieg auf 4 Punkte vor Aue und auf 5 Punkte vor den VfB Stuttgart. Aber wir treffen jetzt auf den Hamburger Sportverein, das Ganze im Volksparkstadion. Das nur eins von jetzt noch insgesamt 6 Spielen in dieser Folge und wir werden gegen den HSV natürlich selber spielen. Die Highlights dann gegen Fortuna Düsseldorf. Dann, wie gesagt, Duelle Saarbrücken, Aue, Aue und zwischendrin 1860 München. Es könnte eine richtig erfolgreiche Folge sein, die uns tendenziell auch schon näher in Richtung Bundesliga bringen kann. Wintertransferphase. Ihr seid also auch wieder jetzt gefragt schon mit fleißigen Kommentaren, was soll im Winter passieren? Denn die nächste Folge bedeutet, wir setzen uns direkt an Transfers. Ach, und wenn euch diese Folge gefällt, lasst natürlich auch sehr, sehr gerne den Daumen nach oben da. Kommentare, wie gerade eben angesprochen, lasst ihr mir bitte unten drin. Und um nichts mehr zu verpassen, kostenlos abonnieren. Ja, es ist bald soweit. Der Advent. Kalender kommt und es kommen eine Menge an Videos auf euch zu. Und dann verlieren wir gar nicht so viel Zeit und sind direkt angekommen beim HSV im Volksparkstadion, haben Anstoß von rechts nach links in den weißen Trikots mit den roten Hosen. Ich habe das hier geändert. Der HSV ist der Gegner, die hier in den dunklen Trikots und Braden Manu, der läuft da direkt mal allen gefühlt davon, probiert es dann hier auf Elijah Young oder ich weiß schon gar nicht mehr, wie der mit Vornamen heißt. Ich weiß es nur von der letzten Folge tatsächlich. Keine Ahnung, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht aber bekommen wir es auch noch in dieser Folge raus. Jan-Aurel Bissek ist da. Wir wollen nicht so passiv agieren wie zuvor gegen den VfB Stuttgart. Und das ist ein Weltklasse öffnender Ball. Das ist Caliskaner. In der Mitte haben wir Olli Meier. Und in der 6. Spielminute die frühe Führung für RWE. Ja, nicht ganz so passiv agieren. Genau das funktioniert im kompletten Gegenteil. Wir spielen munter nach vorne, spielen es Weltklasse aus. Und ja, treffen den HSV eiskalt. Denn die sind, zumindest macht das den Anschein, noch gar nicht in diesem Spiel. Braden Mann hat den Überblick und Caliskaner noch viel mehr. Schön in die Mitte, alles frei. Keine Chance für den Keeper und auch die Verteidiger sind hier nicht, ja, unbedingt die, die das Ding noch verhindern hätten können. Immer mit der Ruhe. 6. Tor im 13. Spiel. Der Hamburger Sportverein ist extrem leicht zu überspielen. Das ist die nächste Möglichkeit und dann ist es hier zum Berry, der dagegen Meier klären kann. Also es ist ein richtig gutes Spiel. Der HSV probiert auch was. Hinten drin aber Jan-Aurel Bissek, der das Weltklasse macht, der auch diese Kugel hier wieder klären kann. Aber wenn wir einmal das Mittelfeld überqueren können, dann wird es jedes Mal brandgefährlich. Hier wieder mit dem nötigen Glück. Müldür kommt da auch nicht ran und dann muss der Ball in die Mitte und da haben wir Meier. Spektakulär per Fallrückzieher. Johansson ist dann da, 15. Minute. Das sind Konter, ja, ich weiß nicht, ob man das als Konter abstempeln kann. Das sind ganz einfache Spielzüge, die jedes Mal unglaublich gefährlich werden. Nächstes Beispiel gefällig, wieder Meier und dann ist es wieder Johansson. Der macht es heute richtig, richtig gut. Beim Gegentor gar keine Möglichkeit, irgendwas an diesem Gegentreffer noch zu verhindern. Aber wir machen es halt wirklich unglaublich. Die nächste Chance, wieder Meier und diesmal ist er drin. 21. Minute, macht der HSV so weit. Dann wird trotzdem vielleicht Man of the Match Johansson, weil der echt alles rausholt, was man halten kann. Aber trotzdem könnte es auch ein unglaubliches Spektakel und eine Tragödie schon mehr oder weniger für den HSV geben. Und die nächste Chance lässt nicht lange auf sich warten. Caliskaner, Becker läuft von hinten mit nach vorne. Balleroberung und dann hat er noch den Überblick auf Khan Caliskaner, der aber scheitert dann. Also der HSV probiert ein bisschen was, aber was die Rückwärtsbewegung und die Defensivarbeit angeht, ja, das ist schon wirklich bodenlos. Das grenzt eigentlich schon an Arbeitsverweigerung. Das 2:0 ist völlig schmeichelhaft für den Gastgeber wohlbemerkt. Jetzt gibt es auch noch Geschenke in der Vorweihnachtszeit, die wir auch hoffentlich auspacken und genauso ist es. Braden Manu 3:0, Deckeltruff vermutlich 38. Minute, was der HSV hier fabriziert. Das ist katastrophal. Balleroberung von Jan Caliskaner hat den Überblick und Manu natürlich eine Chance, die er blind machen würde. 3:0. Es ist wirklich eine Machtdemonstration. Es ist erschreckend wenig vom HSV.
die wirklich ein katastrophales Spiel abliefern. Man kann sie vermutlich noch nicht komplett aus der Partie nehmen, denn dafür haben sie individuell eine zu gute Mannschaft, aber es ist hier schon ganz, ganz schwach. Und es bedarf eigentlich schon einem Wunder, wenn es hier doch noch für den HSV ausgehen sollte. Nächste Möglichkeit, wir werden gestoppt, taktisches Foul muss er dann auch ziehen. Josema ist das, aber das ist natürlich auch wieder selbst eingebrockt, wie wir es gerade ja auch gesehen hatten. Das hier die nächste Chance, Ferrei, und dann ist Meier vorne durch und beinahe kommt auch der Ball noch an. Unsere Jungs haben Bock, da ist der Spielwitz, da ist einfach alles Wille, Kampf, man hat einfach Bock auf diese Partie. Alles andere lässt der HSV tatsächlich vermissen und somit kommen wir halt ja ziemlich ungestört, defensiv, ja ganz gut davon und vorne machen wir die Dinger rein. Ich würde sagen, wir springen jetzt direkt ans Endergebnis, denn es könnte 5, 6, 7-0 ausgehen und das will ich ehrlich gesagt vermeiden. Ich denke nicht, dass wir das 3-0 zur Pause noch hergeben. Es kommt sogar noch ein Tor mit drauf. Meier macht dann jetzt endgültig den Deckel drauf. In einem 4-0 Auswärtserfolg gehen wir mit 4 eigenen Treffer ohne einen Gegentreffer und 64-36% Ballbesitz plus 13 zu einem Schuss aus dieser Partie. Und der HSV hatte vermutlich vor diesem Spiel große Hoffnung, denn mit einem direkten Sieg gegen einen Aufstiegsaspiranten, worunter wir mittlerweile zählen, wäre viel, viel mehr drin gewesen. Aber das, die Rechnung haben wir einfach komplett zerstört, denn die geht einfach nicht auf. Ein Weltklasse-Spiel von unserer Mannschaft. Riesenrespekt an diese Truppe. Da wir gegen den HSV ja nur effektiv eine Halbzeit gespielt haben, werden wir jetzt die erste Halbzeit gegen Fortuna Düsseldorf simulieren und in der zweiten dann auch einsteigen. Ja, selber spielen. Vorausgesetzt natürlich, es würde hier noch immer ein Ergebnis stehen, was ziemlich eng ist. Wir kommen nämlich hier direkt zu Beginn zur ersten Chance. Auf der anderen Seite aber auch Dennis Gorka in der Bude. Bro, Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Eine Legende schon aus der Kaiserslautern-Karriere damals auf Twitch. Wir setzen uns vorne fest. Wir machen ein richtig gutes Spiel. Rückendeckung ist da. Ich habe taktisch auch nochmal was angepasst hier, was die Anweisung betrifft. Schneller Aufbau. Ich will die Läufe in die Spitze und im besten Fall auch Düsseldorf heute schlagen. Die aber haben gar keinen Bock, uns diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Joha, 1-0, 23. Minute. Mit der ersten Chance. Ansonsten machen wir es eigentlich ganz gut. Aber naja, den Teufel malen wir noch nicht an die Wand. Denn Khan Chaliskaner braucht gerade mal 5 Minuten für die direkte Antwort. Das ist das 1-1. Aber auch davon wiederum zeigt sich die Fortuna sichtlich unbeeindruckt. Peterson, 2-1. Es kommt richtig Fahrt auf jetzt hier. Und somit dann offiziell herzlich willkommen aus der Merkur-Spielarena. Nee, wobei, ist es ja gar nicht. Das sah optisch irgendwie voll nach dem Stadion in Düsseldorf aus. Dem ist aber nicht so. Es ist das Stadion an der Hafenstraße. Also Heimspiel für uns. Mit einem Pausenrückstand. Das haben wir, glaube ich, auch so in der Karriere noch gar nicht so häufig gehabt, dass man erst ganz spät dann angreift. Also, heute jetzt mit der Premiere und Düsseldorf kommt das erste Mal direkt. Jan-Aurel Bissig passt da auf. Im letzten Spiel gegen den HSV ein überragendes Spiel gemacht. Und wir hier mit Mühe und Not das Ding geklärt und jetzt hoffentlich dann auch ein Konter, den wir gut zu Ende spielen können. Sieht auf jeden Fall mal ziemlich gut aus, aber der letzte Pass kommt nicht an. Und wieder Düsseldorf und da ist das 3-1 in der 52. Spielminute. Ist es wieder Ioa. Doppelpack also hier vom, ich glaube sogar, ehemaligen U-Nationalspieler, der also jetzt bei Düsseldorf richtig aufblüht. Ich glaube, er ist schon lange Zeit dort, aber so wirklich Stammkraft war er nie. Hat sich vielleicht jetzt geändert. Dieser Steckpass ist Weltklasse. Peterson, der Torschütze, zum 2-1. Uneigensinnig in die Mitte. Jan-Aurel Bissig muss raus. Götze kommt nicht mehr hinterher. Und damit steht es 1-3 aus der Sicht von uns. Und das könnte vielleicht auch schon so eine kleine Vorentscheidung sein. Außer wir kommen wieder in dieses Spiel über Chaliskaner Meier. Aber da ist die Absprache nicht da. Die Ansätze gefallen mir aber trotzdem. Nichtsdestotrotz, 2 Tore Rückstand, es sind nur noch 35 Minuten. Die Zeit läuft absolut gegen uns, aber vielleicht jetzt mal mit einer Möglichkeit. Abgefälschte Kugel, die direkt darauf folgende Flanke fischt aber Gorka runter. Und wieder Düsseldorf, wir sind komplett unsortiert. Timo Horn zum ersten, zum zweiten, was für eine Klärungsaktion hier. Ich weiß gar nicht, wer das war, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war es Weltklasse und immens wichtig. Und jetzt gibt's aber den Konter und die direkte Chance über Young, der zieht jetzt das Tempo an. Im richtigen Moment muss er es entweder selber probieren oder in die Mitte legen. Er macht das Erstere und scheitert leider, denn der Ball geht knapp überm Querbalken drüber. Das war schon richtig gut, aber ja, dann vermutlich doch unmöglich, weil Gorka wäre ansonsten zur Stelle gewesen. Jetzt Düsseldorf, 4-1, Deckel drauf, das machen wir jetzt offiziell. Peterson Doppelpack, Ioha Doppelpack, es ist also der Tag der Doppelpacker hier.
Röger kommt jetzt für Young. Ich weiß nicht, was bei uns los ist, aber wir stehen hinten so unfassbar offen. Ich habe gar keine Chance. Also das Stellungsspiel ist katastrophal. Raumdeckung, die halt nicht funktioniert. Das ist natürlich somit das Schlechteste, was man sich als Trainer natürlich dann vorstellen kann. Aber egal, aufgeben kommt nicht in Frage. Wir werden weiter nach vorne spielen und vielleicht noch ein bisschen Ergebniskosmetik hier leisten zugunsten von uns. Aber das birgt natürlich auch das große Risiko, dass Düsseldorf immer wieder nach vorne kommen kann. Jan-Aurel Bisse, ganz, ganz wichtige Grätsche. Komm schon, wir glauben noch an das Wunder. Und Charles Kana könnte den ersten Schritt machen. Abgefälschtes Ding, 70. Minute. Jetzt kommt Wolf also für Charles Kana rein ins Spiel. Und wir werden den Eckball kurz ausführen. Das ist Braden Manu. Bröger gerade eingewechselt, hat hier die Chance. Und dann ist es Glefisch und dann ist es der Nachschuss, Wolf. Wieder abgefälscht, es soll einfach nicht sein. Wir bleiben aber weiter dran und geben die Kugel dann leider doch her. Das ist wieder Düsseldorf, Tanaka und da fehlt nicht viel. 76. Minute, Buschelab kommt jetzt für Ferrei. Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass das Wunder hier nicht mehr in Frage kommt und es eigentlich nur noch darum geht, dass wir die -3-Tordifferenz hier heute dankend annehmen müssen. Denn es ist nicht mehr drin. Düsseldorf macht ein Weltklasse-Spiel und nach vorne ist die Durchschlagskraft leider jetzt auch komplett flöten gegangen. Trotzdem setzt sich jetzt nochmal Buschelab durch, Rückpass und dann ist es Meier, 84. Minute. Ja, immerhin 2-4, das ist gut gespielt. Hier Buschelab gegen Clara und dann hat er noch den Überblick. Gorka stürmt da raus, das macht er gut und zwingt uns nahezu, das Ding hier zurückzulegen. Also, Charles Kana, Meier wieder mal treffen beide Stürmer. Es ist jetzt ein 6-Tore-Spektakel. Trotzdem natürlich noch mit ganz klarem Vorteil hier für Fortuna Düsseldorf. Das wird sich auch so nicht mehr ändern. Aber -2 in der Tordifferenz, damit kann ich schon erleben. Ja gut, das war natürlich ein klares Foul. 5 Minuten aber noch und vielleicht machen wir ja nochmal eins. Das ist ein guter Ball, das ist Wolf, der setzt sich durch und dann kriegt er das Ding nur noch an die Latte. Querbalken, oh Mann, wir haben jetzt nochmal so eine kleine Schlussoffensive und werfen nochmal alles in die Waagschale. Das ist Manu, da fehlt wieder nicht viel. Wolf, hat der das stark gemacht? Wir werden leider aber nicht belohnt. Wäre nur noch gut fürs Endergebnis für die Tordifferenz. Aber ansonsten gehen die 3 Punkte für Düsseldorf absolut in Ordnung. Eine Änderung jetzt in der Startaufstellung. Und zwar kommt Luca Pfeiffer rein in die Partie für Charles Kana. Es ist jetzt einfach so, dass wir vielleicht einen neuen Impuls brauchen. Saarbrücken hat noch kein Spiel gewonnen. 7 Punkte an der Zahl, 7-mal unentschieden. Und ich hoffe, die Sieg-Los-Serie, so gern ich das denen vielleicht auch wünschen würde, bleibt weiter bestehen, denn das wäre vorteilhaft für uns. 3 Punkte will ich und 3 Punkte werden. Und wieder ist es Pfeiffer, der wie auch schon zu Ende der letzten Folge gegen Sandhausen mit einem Doppelpack den nächsten wichtigen Dreier geholt hat. Und damit steigen wir richtig gut ein in die Vorweihnachtszeit, denn es ist das erste Spiel im Dezember und es warten noch weitere 3. Aue, 60, Aue. Und das sind durchaus 9 Punkte drin. Wobei natürlich das Ganze auch in die andere Richtung kippen könnte, denn ich habe gerade mal geschaut. Aue, die sehe ich hier zwar als den Aufsteiger und einen der Außenseiter, aber gucken wir mal auf die Tabelle, dann sehen wir hier, dass sie mit 25 Punkten oben mitspielen. Ja, und wir sind tatsächlich Tabellenerster. Das gefällt mir. Also auch die anderen Teams lassen immer mal wieder Punkte liegen. Wir machen jetzt die Änderung. Pfeiffer einfach mal rein für Charles Kana. Das bringt uns nochmal +3 Gesamtratings hier, also an neuer Qualität für diese Startelf. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein gegen Aue mit einer weiteren Änderung, denn die Sechser sind nicht bei 100%. Karasor ist sogar ein bisschen blatter als noch Glefisch. Dementsprechend kommt Roter rein und natürlich Pfeiffer wieder zurück in der Startelf. Stadion an der Hafenstraße. Ich würde sagen, Schnellsimulation und dann gehen wir rein und holen hier eine Niederlage. Jonjic ist der Torschütze und so viel zum Thema, man kann alle Spiele gewinnen. Ja, die Überheblichkeit holt uns ein. Wir kassieren das Karma und wir wollen jetzt unbedingt gegen 1860 München gewinnen und dann natürlich trotzdem irgendwie vielleicht noch die Herbstmeisterschaft klar machen. 1860 München ist das eine Thema, das andere ist, dass es halt so unfassbar eng wird. Ihr seht selber hier, wir nehmen jetzt mal ein paar Jugendspieler mit. 2 Stück an der Zahl werden es vermutlich. Fabio Posch geht auch noch mit. Und dann wird es hier so brutal schwierig. Und gegen Aue gehen wir dann aber hinten raus nochmal in die Highlights. Denn das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Was für ein enger Kampf da oben. Komm schon, Jungs, bitte rein. Und Karasor ist vielleicht extrem wichtig für das Spiel gegen 60 München. Das 4-1 auswärts ist dann perfekt für uns. Pfeiffer, dann Boyamba, nochmal Pfeiffer, Meier und Immanuel Ferrei. Und Aue begleitet uns irgendwie diese ganze Karriere schon. Jetzt wieder hier im Rückspiel. Ich freue mich natürlich drauf. So ist es nicht. Aber ich erinnere mich auch
gerne an die Zeit in Liga 3. Da waren sie dauerhaft vor uns. Dann das ganze Gehandhabe hier zusammen. Einmal natürlich, was das Thema betroffen hat, hier dann auch mit Marvin Mendel. Und es war einfach immer ein Hin und Her. Also Aue begleitet uns, wo es nur geht. Und ihr seht ganz viel Interesse an Lotka. Und ich bin nicht abgeneigt, den gehen zu lassen. Weil der komischerweise so unfassbar viel Geld in die Kassen spülen könnte. Ja, und wir haben halt eben Timo Horn. Der ist unangefochten Nummer 1. Und gleichzeitig haben wir hier auslaufende Spielerverträge bei Julian Pollersbeck, bei Kevin Ball und auch bei Marco Johansson. Und einer von denen könnte natürlich absolut ablösefrei fürs nächste Jahr direkt verpflichtet werden. Jetzt aber erstmal alles der Reihe nach. Wir gehen also hier ins Erzgebirge. Aue zu Hause also gegen uns. Hier seht ihr jetzt nochmal die offizielle Begegnung. Und mit dem letzten Dreier gegen 1860 München und dem 4:1 gleichbedeutend sind wir weiter oben mit dabei. Unfassbar eng. Aber gleichzeitig heißt es auch wieder verlieren verboten. Denn wenn wir verlieren, könnte Aue sogar an uns vorbeiziehen. Ein typisches 6-Punkte-Spiel um einen möglichen Aufstieg. Wer hätte das gedacht, dass es uns irgendwann mal, ja, im positiven Sinne erwischt? Der erste Konter gehört dem FC Erzgebirge Aue. Wir haben hinten drin aber noch 3 Mann, weshalb wir hier mit Bissek auf jeden Fall rausrücken können. Und der Junge ist da, macht's ganz gut, aber trotzdem Jonjic auch wieder, der Siegtorschütze aus dem Hinspiel. Und jetzt, ja, ist dann einige Zeit vergangen, 35. Minute. Mit solchen Freistoßsituationen kann ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel anfangen. Wir probieren es aber trotzdem mal gefährlich vorne rein. Vielleicht hebt ja irgendeiner seinen Kopf hin. Ja, so kann das nicht gehen. Was die eine Standardsituation vielleicht nicht kann, kann hoffentlich die andere. Das hier ist der erste Eckball und da geht Meier hoch. Und dann kommt der Nachkopfball nochmal. Da hätte aber auch Pfeiffer hingehen können, hingehen müssen. Der aber kommt dann über Umwege nochmal ran, weil Manu die Kugel nochmal gefährlich vorne reinbringt. Und dann geht's mit dem torlosen 0-0 in die Pause. Und da heißt es nach nur 3 gespielten Minuten, es ist Sam Schreck gegen Timo Horn und Aue könnte wieder in Führung gehen. Horn gegen Schreck und Horn ist der Elfmeterschreck. Jawohl, was ein Wortspiel, der holt das Ding hier raus. Und trotzdem lebt die Chance noch, denn Aue bleibt weiter dran und wieder Timo Horn hier gegen Jončić. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke auf der anderen Seite. Es ist zwar 0-0, aber es ist sehr viel geboten. Ganz viel Action hier in dieser Partie und das ist vielleicht eine Chance. Das ist Pfeiffer, das ist dann Meier und der wird gestoppt von Kakutalua war das, glaube ich. Wir sind schon in der 84. Minute. Bleibt es beim torlosen 0-0 oder gibt es vielleicht durch eine der wenigen letzten Chancen hier nochmal jetzt eine gefährliche Annäherung? Das ist Young, der ist weiter oben und könnte geschickt werden, wird aber nicht gut gemacht. Und damit war es das dann. 0-0. Es war mehr drin, es hätte aber auch weniger drin sein können. Mit der Punkteteilung müssen wir uns leider zufrieden geben, auch wenn Aue irgendwie so unser Kryptonit bleibt. Der VfB verliert übrigens gegen den FC St. Pauli. Das habt ihr vielleicht gerade noch ganz kurz eingeblendet gesehen. Im Endeffekt heißt es dann für uns, wir stehen auf Platz 2. Und das Ganze also vor VfB, vor St. Pauli und auch vor Erzgebirge Aue. Wobei auch Darmstadt, Paderborn und der HSV wieder Hoffnung haben dürfen. Gerade Paderborn, die noch ein Spiel weniger haben, könnten gleich aufziehen mit dem VfB Stuttgart. Also hier ist noch nichts entschieden. Die zweite Liga steht für unfassbar individuelle Qualitäten und vor allem eine Dichte an Qualität, die man so kaum in einer anderen Liga vermutlich findet. Saarbrücken, Ingolstadt, Waldhof, Mannheim und Holstein Kiel, ja, die fallen vielleicht so ein bisschen ab, aber ansonsten trennen uns gerade mal 8 Punkte von Platz 11 und sogar 9 Punkte von Platz 14. Das klingt alles souveräner, als es im Endeffekt ist. Aber soweit so gut, was die Spiele in dieser Folge betreffen. Aber jetzt geht es eventuell noch um Transfer-News. Denn der FC Middlesbrough hat Interesse an Lotka und bei 5,4 Millionen kommen wir zur Übereinkunft. Und da ist dann der Abgang auch besiedelt. Das hier ist also Lotka, der wechselt jetzt in Richtung England. Da gibt's A, mehr Gehalt. Für uns gibt es 5,4 Millionen aufs Konto. Nicht ganz, aber so in die Richtung. Wir können das Geld sehr, sehr gut gebrauchen. Wir haben Timo Horn und wir wollen natürlich auch dann im Umkehrschluss direkt auf der Suche nach einer neuen Nummer 2 gehen. Und das Ganze im besten Fall per Vorvertrag. Hier sehen wir nochmal das Ganze jetzt offiziell mit den Zahlen 5,4 Millionen. Ja, ich weiß, ihr wart vielleicht nicht unbedingt für den Abgang von Marcel Lotka, für uns aber der Deal hervorragend. Das nehmen wir natürlich mit. Und parallel ist halt jetzt Wienand für die Rückrunde noch hier unseren Backup. Ja, viel mehr verkaufen wollen wir ehrlich gesagt nicht, weil der Kader verhältnismäßig recht klein ist. Aber trotzdem fürs nächste Jahr einen qualitativ besseren Ersatzkeeper. Das ist eigentlich sogar schon Pflicht. Und da kommt halt jetzt einmal Marco Johansson, Kevin Broll oder auch Julian Pollersbeck in Frage. Alle drei sind richtig interessant, wobei ich sagen würde, Pollersbeck von Lyon zu uns als erneute Nummer 2, das tut er sich in einem ganz guten Fußballeralter eigentlich nicht an, zudem der mit Abstand das höchste Gehalt hat. Wir entscheiden uns also entweder zwischen Kevin Broll oder Marco Johansson.
Und ich würde tendenziell mit Kevin Broll gehen, weil ich den extrem feier und zumindest mehr mit ihm anfangen kann als mit Johansson. Beim HSV hat er gespielt, hat das gut gemacht, aber ob der sich dann als Nummer 2 zufrieden gibt, weiß ich nicht. Kevin Broll weiß ich auch nicht unbedingt, aber er kennt die Liga 2. Klar, ich würde ihn gerne zurückholen. Von Górnik Zagre, das ist ja eigentlich das Team von Lukas Podolski, wo ja Broll in der Realität hingewechselt ist. Und jetzt werden wir alles dran setzen, dass der Junge nächstes Jahr unsere Nummer 2 wird hinten drin. Mehr als das doppelte Angehalt von Górnik Zagre kommt da also ablösefrei fürs nächste Jahr, Kevin Broll. Und das ist für uns natürlich auch ein hervorragender Deal. Der wird zum Zeitpunkt des Wechsels dann vermutlich 30 sein, aber das ist für den Keeper noch absolut voll in Ordnung. Der hat eine 73, hier wird jetzt eine 72 angezeigt, aber ich glaube, er hat eine 73. Von daher absolut geiler Backup. Ich glaube, da können wir uns auf gar keinen Fall beschweren. Und selbst wenn er nur eine 72 hat, ist das auch absolut okay. Also wirklich komplett. Welche Spieler ich jetzt auch nochmal auf die Wunschliste gepackt habe, ist einmal Niklas Wilson Sommer. Ich weiß, ihr seid eigentlich immer komplett dafür, aber der SV Waldhof Mannheim möchte den einfach noch nicht abgeben. Bormut wäre ablösefrei zu holen. Schindler könnte man ebenfalls per Vorvertrag holen. Lange auch ein Top-Kandidat auf eine Neuverpflichtung von euch in den Kommentaren. Und Torben Müssel, ehemaliger Gladbach-Spieler, wäre auch ein vermeidlicher Backup für eine Stürmerposition. Ja, einfach mal nur so ein paar Grundgedanken. Das sind meine, die werfe ich mal mit rein in den Pool. Alles weitere gibt's von euch dann also in den Kommentaren und natürlich dann auch in der nächsten Folge, wo wir uns hoffentlich dann wieder in alter Frische sehen. Jetzt noch mal im Hintergrund mit unserer Mannschaft in Bestbesetzung. Ihr wisst also, wo ist Handlungsbedarf? Ehrlich gesagt, gefühlt nirgends. Ja, aber trotzdem, vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen. Finanziell sind wir ganz gut aufgestellt. Spätestens jetzt dank dem Abgang von Lotka haben wir über 6 Millionen Transferbudget. Also seid fleißig, seid kreativ, schreibt Kommentare und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ab morgen Adventskalender. Jeden Tag ein Video. Sprint to Glories, Karriere, Train to Glory, STG Showdowns, alles was das FIFA-Karrieremodus Herz begehrt. Ich freue mich drauf. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.